Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Ja, sorry, dass es paar Mal ausgefallen ist. Ich habe die letzten Tage, Wochen oder also eher Tage damit verbracht, einen neuen PC zusammenzustellen und neu zu bauen. Hier mal kurz ein kleines Bildchen. Ja, ich habe natürlich kein Case gebaut, sondern mir kein Case gekauft. Oh Mann. Und ich habe mir eins selbst gebaut. Hab's aber voll unterschätzt, weil ja, alles ist aus Plexiglas und Plexiglas ist nicht so einfach zu bearbeiten wie Holz. Aber ist jetzt egal. Sorry, dass es deswegen ausgefallen ist. Also, gut. Wo waren wir stehen geblieben? Wir sind Sparta. Wir haben jetzt auch ein bisschen was geändert. Oder ich habe ein bisschen was geändert. Und zwar habe ich jetzt alles auf extrem gemacht. Und die Einheitenzahl ist auch dementsprechend höher. Aber an sich ist alles das Gleiche. So, wir werden jetzt mal hier ausbauen. Und da die öffentliche Ordnung immer noch so semi-geil ist und wir ein bisschen wenig Nahrung haben, ist jetzt die Frage, ob wir jetzt eher auf den Tempel des Poseidons gehen. Der gibt Nahrung und öffentliche Ordnung. Oder wir gehen natürlich auf Wirtschaft, ein Gehöft. Das gibt halt hier mit Getreidelager. Ist das ein ziemlich guter Rückzugsort, weil erstens er gibt Nahrung, zweitens er hat hier plus 3% Armeeverstärkung. Das heißt, wenn ich hier oben Verschleiß bekomme, dann kann ich immer in dieses Gebiet reingehen und ich bekomme mehr die Einheiten heilen schneller. Ich würde für den Anfang das Gehöft machen, weil Nahrung ist zu Beginn auf jeden Fall sehr wichtig. Die Garnison wird mit dem locker fertig. Hier habe ich schon den nächsten. Und ich würde sagen, wir spielen das jetzt mal. Also wir haben Belagerungsmaschinen, Galerie und 8x Leitern. Das wird ausreichen. Wir können es automatisch machen. Aber ja, wir wollen hier mal eine Schlacht sehen hier. Eine Schlacht. So. Wie gesagt, also das, dieses Let's Play, also ist erstmal für Anfänger gedacht und deswegen wird es hier jetzt nicht so schnell ablaufen wie zum Beispiel beim Rome Total War Spiel. So, wir lassen den Regen. Warum? Weil sie so unsere Sachen nicht anzünden können. Und bei einer Belagerung ist immer die Frage, man gewinnt entweder, wenn man die Gebiete einnimmt, also hier der große Siegpunkt, gewinnt man innerhalb von einer Minute, glaube ich. Oder man erobert alles. Oder man vernichtet alle gegnerischen Einheiten. So, und jetzt ist die Frage, wie kommt man am besten hinein in das tolle Reich? Am besten ist es, man greift da an, wo die wenigsten Türme sind. Hier ist es ganz praktisch, dass hier nur 3 sind. Hier drüben sind schon 4 Türme. Also die Tore haben immer 2 Türme. Hier wären es auch nur
3. Hier ist aber der Vorteil, hier könnte man hier hochgehen und dann hier seine Armee sammeln. Aber ich will euch mal zeigen, wie es ist, ein Tor zu stürmen. Genau. So, die ganzen Pikiniere werden jetzt die Galerie nehmen, weil die sind auf der Leiter nicht so gut. Hier ist das hier wird das Belagerungswerkzeug fallen gelassen, dann sind die wieder frei. Und die tauschen jetzt mal. Der nimmt jetzt das da und die nehmen das da. So. Der General hat jetzt auch eine Leiter, das gefällt mir ehrlich gesagt nicht ganz so. Aber ja. So, hier die ganzen Leitern. Zu euren Diensten. So, hier nochmal zwei Leitern. Nochmal. Uiuiui, Entschuldigung. Das habe ich doch genossen. So. Und jetzt ist die Frage, wo sind meine Steinschleuderer? So, hier. Warte mal. Entschuldigung. Oh je. Was ist denn los? So, genau. Jetzt sind wir hier. So, die ganzen Steinschleuderer werden natürlich hier hingehen, so ein bisschen seitlich. Und dann schießen sie so seitlich auf die drauf. Die Kavallerie kann hier nicht viel tun. So, zuerst werden die sich hier so aufstellen. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. So, die da kommen mal hier hin. Die da gehen mal dahin. Und die da. Doppelte Geschwindigkeit! An sich. Nee. Und so viele Leitern brauche ich gar nicht. So, hier meine Fernkämpfer gehen mal jetzt hier hin. Und baller mal drauf. So, die gehen mal hier hin. So. Gut. Also er hat sehr viele Fernkämpfer hier. Das ist ein bisschen blöd. Ja, naja. Hey. Ja, wir wollen auch Blut, aber das Blut der Gegner hier. So. Los, weiter hier. Oh. Die habe ich. Ah. Wow. Da habe ich wohl vergessen, die weiterzuschicken. Okay. So. Die Geniere erwarten eure Befehle. Wäre bereit! Das Gute ist, wenn hier die ganzen Fernkämpfer drauf sind, sind die Mauern nicht gut verteidigt, weil, naja, die Fernkämpfer sind eben im Nahkampf sehr schlecht. Und hier sieht man auch die Galerien, die schützen dann eben die ganze Infanterie, wenn sie halt steht. Also, genau.
jetzt hole ich mal meine ganzen Krieger hier. Heerkämpfer bereit! Greif die Repositionen an! Verstanden! Auf, schnell! Wasser! So. Periökische Pikinierer! Ja, Kommandant! Bereit zum Einsatz! Genau. Heroikoi! Piken bereit! Fortana! So, aber aus irgendeinem Grund erwischt er den trotzdem. Befehle verstanden! Marschbefehl! Durchbrecht die Linie! Schwer Infanterie zu euren Diensten! Erräumt euch! Los, hoch da! Die Kämpfe sind bereit! Sparta! So, ihr geht jetzt auch da weg. Geht da hoch. Bisschen schneller, bitte. So. Jetzt müssen wir schauen, dass wir so schnell wie möglich die Türme einnehmen. Also hier in dem Fall jetzt diesen Turm. So. Und dann eben danach müssen wir schauen, dass wir dann das Tor einnehmen. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. So. Hier sind ein paar neue gekommen. Das ist ganz gut. Periökische Hopliten. Bereit zum Einsatz. Ja, was machen meine ganzen Fernkämpfer hier? Ja, schon, gell? So. Ist ganz praktisch hier. So, die Pikiniere müssen jetzt schauen, dass sie schnell runterkommen. Weil, die Stärke von den Pikinieren ist eben die Phalanx. Und unten können sie natürlich nicht die Phalanx auf der Mauer können sie natürlich nicht die Phalanx aufstellen. So, du gehst dahin. Okay. Okay, die Piken gehen mal jetzt weg, damit sie ihre Phalanx aufstellen können. Das sind auch Pikeniere. Sehr schön. Das funktioniert. Und jetzt macht die mal platt hier. Genau, und jetzt haben wir die nämlich auch ihre Phalanx offen. Die noch nicht ganz. Die da hier noch nicht ganz. Die einfache Geschwindigkeit. Wenn sie doppelt laufen, dann machen sie ihre Phalanx nämlich hoch. So. Wir können hier schon mal einen Dampf geben. Der sollte doch hochgehen, ne? Aber macht er nicht, nein. So. Hier die Phalanx schon mal runter. Der bleibt mal hier oben. Geht mal dahin. Okay. So, super. Die da kommen hier jetzt mal alle da hoch. Ja, dann können sie von oben runterschießen. Was immer sehr, sehr lukrativ ist.
So, du, General, machst mal hier Happa-Happa. So, mach mal einfach langsam. Genau. So, ich muss ja jetzt versuchen, die rauszudrängen aus dem Bereich vom Tor. Also hier sieht man schon, dass das Tor jetzt neutral ist, weil meine Einheiten da drin sind. Wenn es rot ist, so wie da, dann ist es natürlich vom gegnerischen Einfluss beeinflusst. Und wenn es gelb ist, ist es dann von uns. Wo ist mein General? Da ist mein General. Ah. Schneidet sie in Stücke! Heerkämpfer bereit! Zerstückelt sie! So, der ist fast tot. Das ist natürlich nicht so ideal. Männer wanken! Batterie bereit! Die da. Ja. Auf meinen Befehl! Ah, verdammt. Das ist ein bisschen. Der hat ein bisschen zu spät. Unser General wird angegriffen. So, aber jetzt gewinnen. Befehle? Ja, eure Befehle? Kommandant, eure Befehle? General! Ja, Kommandant! Gut, dann. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. War's das? Ja, noch nicht ganz. So. Die sind halt immer noch hier. Was ist denn da los? Und die sind immer noch drauf. Eieiei. Wahrscheinlich hat er immer noch hier sein General. Das mögen die ganz gerne. Also hier auf seiner Homebase oder Marktplatz dann den General einfach so stumpfsinnig hinstellen. Was machen die denn die ganze Zeit? Die gehen immer zurück. Ah, das waren gerade die, die oben sind. So. Die ganzen Pikeniere, die fast tot sind, können wir hier lassen, damit die nicht sterben. Solange die ungefähr ein Viertel oder so noch an Männchen haben oder ein bisschen weniger, überleben die das Gefecht. Und so, die stopfen mal da runter. Genau, und ja, wenn es eben zu viele Tote gibt, dann können die auch nicht mehr geheilt werden. Wieso habe ich jetzt Schnupfen? Vollmehl. Voll Gacker. So, jetzt habe ich nämlich den Turm. Und jetzt können meine Kavalleristen das jetzt auch benutzen. Das Tor. Gut. So. Hui. Badam, badam, badam. Aber wenn ihr ein bisschen mehr über die oder genaueres über Wörter
Nee, über die Belagerung und so weiter wissen wollte, warum reiten die jetzt nach oben? Das ist doch total bescheiden. Dann könnt ihr mein Tutorial anschauen. Da habe ich einiges aufgezählt. Es sind insgesamt, glaube ich, jetzt 5 Tutorials geworden. Und ja, da ist so einiges beschrieben. So, die mache ich jetzt, die hole ich jetzt alle zurück. So, weil die nämlich das Schild angemacht haben und das Kopfgeld. Und wenn ich jetzt warte, bis das Kopfgeld aus ist, dann werden die erschöpft. Ja. So. Und wie schon mal erwähnt, die Griechen sind extrem gut in Stadtkämpfe, weil die einfach ja krass sind. Die Phalanxen sind halt von vorne extrem gut, aber von der Seite und von hinten richtig blöd. Und deswegen ist es auch ja immer schön, wenn ja in großen Gefechten, wenn man eben von der Seite oder von den Rücken angreifen kann und ja, der Gegner kann nichts dagegen tun. Oder eben auf der anderen Seite, wenn man eine komplette Armee ja mit einer oder zwei Pikinier-Einheiten aufhalten kann in der Stadt. Das ist, ja. So, jetzt erobere ich mal das da. Berittene können ein Feld nicht übernehmen. Die können aber das quasi neutral machen. Also Bodeneinheiten, also so Infanterie können das nur erobern. Weil sonst wäre es ein bisschen unfair, oder man könnte die Taktik dann machen, dass die Kavallerie dann die ganzen Felder einnimmt, während die ganze Armee dann hier vorne noch Druck macht. Und dann muss der Gegner innerhalb, oder der Verteidiger innerhalb von einer Minute irgendjemand zurückschicken. Und das klappt oft nicht. Also, noch was, Pikiniere töten eigene Einheiten nicht und Fernkämpfer schon. Also, da gibt's Friendly Fire bei den Pikinieren nicht. Also, bei Total War Arena zum Beispiel, was eben realistischer, dass die Pikinier-Einheiten mit der Phalanx wirklich auch Feinde, Freunde meine ich, getötet haben. Ja. Genau. Wieso sind die nicht in der Phalanx? Achso, das sind Hopteten. Naja. Okay, dann schicke ich die nochmal raus und hämmer nochmal von hinten rein. It's hammer time. So, und dieses Mal in der Raute. Mal schauen, die checken das hier in der Stadt echt nicht, ne? So, naja, okay. Okay, 42.
41. 70. Ja, der Charge war nicht gut. Warte, komm, komm. Zu Befehl. Verstanden. Komm nochmal zurück. Wie ihr befehlt. Ey, ey, ey. So, jetzt hat er. Ja, naja. Ja, auf jeden Fall haben wir es jetzt. Ein gutes. Unser Feind hat einen Siegpunkt verloren. Genau. So, das war's. Knapper Sieg. Naja, wir haben 600 verloren. Er hat 4-7 getötet. 200 haben die Türme gekillt. Also, ja, das ist eigentlich normal. Jetzt, da ihr einen Kampf gefochten habt, ja. Könnt ihr euch... So. Ja, die haben es nicht mehr geschafft. Schade, weil die waren schon Rang 5. Aber egal. Wir besetzen, weil wir brauchen eine gute Stadt. So, hier machen wir mal eben das. Hier machen wir jetzt gar nichts. Weil wir nämlich kein Geld mehr haben. Gut, und damit ist die Runde auch schon vorbei. Wir haben schon wieder ein bisschen überzogen. Ich hoffe, das stört nicht so. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.